Salve, das Rosenkranzgebet ist ein sehr schönes, altes, meditatives und wertvolles Gebet. Ich zeige euch ganz kurz, wie man sich selber einen Fingerrosenkranz knüpft, damit man auch fleißig den Rosenkranz beten kann. Wir brauchen folgende Dinge. Wir brauchen eine Schnur, besonders geeignet ist Nylonschnur, dann ein Lineal oder sowas ähnliches, einen Rollmeter, Feuerzeug, dann die kleinen Perlen, selbstverständlich. Eine Zange, eine Schere und ein Kreuz. Beim Kreuz ist darauf zu achten, dass es eine möglichst große Öse hat oben. Und dann brauchen wir auch ein Wattenstäbchen. All diese Dinge also benötigen wir. Und nun gehen wir zum Knüpfen. Zuerst brauchen wir von unserer Nylonschnur 25 cm. 25 cm, okay. Schneiden wir ab. Und ein Ende von dieser Schnur müssen wir mit dem Feuerzeug etwas anbrennen und dann so spitz machen mit den Fingern, okay? Ein Ende, also nicht rund, sondern spitz, dass wir da gut die Perlen drüber ziehen können. Dann brauchen wir das Kreuz. Sollte ein solcher Ring dran sein, nehmen wir den weg, weil der ist zu schwach. Den nehmen wir weg, okay? Und ziehen dann die Schnur nachher durch diese Öse. Dann brauchen wir noch das Wattenstäbchen, aber ohne die Köpfe. Die Köpfe können wir also wegschneiden. Okay. Gut, werfen wir weg. Und nun nehmen wir das Kreuz, ziehen also diese Schnur durch die Öse hindurch, bis auf etwa 2 cm. Bei 2 cm halten wir beide Schnüre parallel, nehmen das Wattenstäbchen parallel dazu, so, und fangen dann von oben her zu umwickeln, überkreuzen gleichsam die Schnur, 1, 2, 3, 4, 4 Mal. Beim vierten Mal sollten wir fast bei der Öse sein, aber nicht ganz. Und ziehen dann diese Schnur mit der Spitze von unten durch das Röhrchen und schieben das Röhrchen durch den Knoten hindurch und ziehen dann so den Rest durch und so haben wir den Knoten. Wichtig ist, dass diese vier Umwicklungen parallel sind. Dann können wir ihn langsam anziehen, nicht einfach da festziehen, sondern etwas hin und her spielen, den Knoten etwas runterdrücken. So, und dann kann man am Schluss auch am Kreuz selber ein wenig ziehen und dann wirklich mit Kraft. Wichtig ist, dass der Knoten gut angezogen ist. Okay, da sollte ein wenig Luft sein, nicht dass sich da die Schnur aufreibt. Was übrig bleibt, schneiden wir ab. Wiederum mit dem Feuerzeug. Wenn wir das so wie verschweißen, damit der Knoten nicht aufgeht. Okay. Dann nehmen wir die Perlen und fahren sie da rein. Ganz normal 10 Perlen für die. Das ist zu lang. So. Für die 10 gegrüßet seist du Maria. Okay. Da weiß und blau genommen, die Farben der Gottesmutter Maria. Man kann da alles Mögliche nehmen, da schöne Muster reinmachen. Okay. Gut. Am Schluss kontrollieren, ob es wirklich 10 Perlen sind, dass wir uns nicht verzählt haben. Und dann ziehen wir dieses Ende wieder durch die Öse hindurch. Wichtig ist, dass man ein Kreuz nimmt, das eine etwas große Öse hat, dass wirklich diese Nylonschnur durchpasst. Wir ziehen sie durch auf bis ca. 2,5 cm. Ungefähr 2,5 cm lassen wir das Spiel. Wenn wir zu eng sind, können wir nachher nämlich beim Beten da die Finger nicht reinkriegen. Das heißt, da muss genug Luft sein. Wiederum das Röhrchen und das gleiche wie vorher, nur etwas
kompliziert, aber wieder von oben das Ganze überkreuzen. 2, 3, 4. Beim vierten Mal wieder sehr nah bei der Öse sein. Das Stäbchen schieben wir ein wenig rauf. Und dann von unten her wieder diese Schnur einfügen, durchziehen und nun haben wir diesen Knoten. Okay, wieder beim Anziehen etwas aufpassen, hin und her, wichtig, dass die parallel sind. Sollten sie nicht parallel sein, müssen wir den Knoten noch einmal öffnen. Dann kann man auch eine Zange nehmen, um da besser mit Kraft anzuziehen. Der Knoten muss wirklich fest sein, sonst löst er sich dann mit der Zeit. Okay, auch da wieder gleich wie vorher. Den Rest schneiden wir ab. Das ist auf etwa 2 mm. Das Feuerzeug. Das verschweißen wir wiederum, dass der Knoten nicht aufgeht. So. Okay. Jetzt haben wir unseren Rosenkranz. Da ist jetzt genug Luft, dass ich auch wirklich mit dem Finger da reinkomme und ihn gut beten kann. Soweit also unser kleiner Fingerrosenkranz bereit zum Beten.